Du fühlst dich gestresst, du bist in Hetze, du hast verschiedene Ängste, Angst vor Armut, Angst vor Krankheit, wachst nachts auf und bist schweißgebadet, dann schau dir dieses Video an. Hier in diesem Video bekommst du das nötige Wissen an die Hand und geniale Werkzeuge, um dich da selber rauszuholen. Und ich kann dir sagen, es funktioniert. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich heiße Petra Schwärmer-Brokop und bin die Gründerin des Zentrums für Bewusstsein und habe das mediale Hypnocoaching entwickelt. Wie kommt es dazu, dass sich so ein Eigenleben in dir entwickelt hat, wo du doch einfach nur die Sicherheit möchtest? Und jetzt sind da Ängste. Jeder möchte sich in Sicherheit fühlen, möchte glücklich sein, doch die meisten wissen nicht, wie es geht. Weil Sicherheit, Glück, Freude findest du nur in dir. Doch durch dieses Eigenprogramm, sage ich immer, ein schleichender Prozess, hast du dich von dir selbst entfernt. Und in dem Moment, wenn sich da diese Ängste zeigen oder diese Hilflosigkeit, das sind meistens die beiden Grundgefühle dabei, dann möchtest du die nicht haben. Du versuchst sie wegzuschieben, das heißt, du hast einen Widerstand aufgebaut und versuchst jetzt diesen Widerstand aufrechtzuerhalten. Dafür hat jeder seine eigenen Strategien. Der eine lenkt sich ab mit irgendwelchen Videos oder Fernsehprogrammen und. Der nächste lenkt sich mit Arbeit ab, der dritte mit Sport, der vierte ruft die Freundin an und. Oder es sind Geschichten, die wir dann im Kopf erfinden, weil das so und so ist, ist das ja so und ich kann ja nichts machen. Damit sind wir im Opfer und können wirklich nichts machen. Doch es geht ja darum, dass wir uns hier rausholen. Da ist also diese Angst, ich bleibe jetzt mal bei der Angst, und du möchtest diese Angst nicht fühlen. Du versuchst dich jetzt abzulenken und das heißt, du gehst irgendwie ins Außen. Nach außen, ob es eine Freundin ist oder Videos, du bekommst ganz bestimmte Angebote und dein Fokus wird darauf gelenkt oder du lenkst ihn selbst, weil du ja dieses Gefühl nicht fühlen willst. Und dann siehst du etwas, hörst etwas, sagst, ja wunderbar, das ist gut für mich und damit kann ich was anfangen. Jetzt geht es mir gut, weil ich das und das immer schaue oder sehe. Und dann ist es aber so, dass auch da irgendwann wieder neue Ängste geschürt werden. Und dann brauchst du wieder etwas. Das heißt, du gehst immer weiter rein in diesen Kreislauf und versinkst immer tiefer drin. Und irgendwann hast du dich so weit von dir selbst entfernt, dass du manipulierbar bist. Egal von wem, egal von was. Und dieses Gefühl ist nicht schön. Das weißt du auch, das fühlt sich nicht gut an, wenn du das Gefühl hast, dass andere dich steuern und mit dir machen können, was sie wollen. Du willst doch in deinem Leben leben. Du willst doch deine Lebensaufgaben erfüllen. Und genau deshalb sage ich dir jetzt, was du machen kannst. Ja, das Allerwichtigste ist es wirklich, dass du dich deinen Gefühlen zuwendest. Die meisten Menschen haben sich von ihren Gefühlen, den Negativgefühlen, abgeschnitten, indem sie sie schon mal negativ bewertet haben. Das haben wir alle so gelernt. Na, ach, du musst doch keine Angst haben, sei nicht wütend. Na, es ist uns durch diese Reaktion unserer Eltern, Bezugspersonen, die es ja auch nicht anders kannten, so gegeben worden. Doch ich sage dir, ein Gefühl ist wichtig, egal welcher Art, weil ein Gefühl ist eine Reaktion unseres Körpers, der uns einen wichtigen Hinweis gibt, ob wir auf unserer Lebensspur sind oder irgendwo falsch abgebogen sind. Dann entstehen nämlich diese inneren Konflikte und ein innerer Konflikt bringt ein Gefühl hoch. Wenn wir das wieder reindrücken, ja, was passiert? Der innere Konflikt ist nicht gelöst, da wird sich wieder zeigen und wieder kommt das Gefühl. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diesem Gefühl zuwenden. Das geht wunderbar, indem wir wirklich die Angst vor der Angst verlieren und das kannst du, indem du dich diesem Gefühl beobachten zuwendest. Ich nehme jetzt einfach mal eine Hilflosigkeit. Du empfindest Hilflosigkeit, weil alles teurer wird und du hast nicht so viel Geld, um das zu bezahlen. Hast Angst, dann nachher in die Armut zu rutschen.
dann nimm doch mal wahr, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, irgendwo im Körper wird es sich am stärksten zeigen. Und dann beobachtest du dieses Gefühl und es ist eine Energie in deinem Energiesystem, das bist nicht du, das ist wirklich nur eine Energie. Und wenn du dieser Energie erlaubst, dass sie da sein darf, dass sie sich zeigen lassen kann, die will nur von dir angenommen werden, dann kann sie aus deinem Energiesystem ziehen. Und dieses Annehmen kannst du, indem du das Gefühl beobachtest, wo ist es? Ist es mehr im Bauch? Ist es mehr im Hals oder ist es im Kopf, in der Brust? Dann kannst du zum Beispiel mal schauen, gibt es da eine Farbe, die dazu passt? Folge immer dem ersten Gedankenimpuls. Mach es spielerisch wie die Kinder, die können das super gut. Und dann gehst du weiter und beobachtest dieses Gefühl und lässt es einfach da sein. Erlaube diesem Gefühl, dass es machen kann, was es will mit dir. Kein Gefühl kann dich umbringen, das geht einfach nicht. Das machst du mit dir selbst, mit der nächsten Angst, weil du es nicht fühlen willst. Und wenn du jetzt diesem Gefühl erlaubst, es darf da sein, es darf sich zeigen, dann wirst du mit einem Mal merken, nämlich das ist der Punkt, wo du den Widerstand komplett aufgegeben hast, dann verändert sich was. Das Gefühl wird weniger, es ist, als ob es aus deinem Energiesystem zieht und du bist frei. Und das kannst du mit der nächsten Schicht machen, mit dem nächsten Gefühl machen, immer wieder, du brauchst dafür nicht, wer weiß wie viel Zeit. Und wenn du das mehr und mehr machst, wirst du immer freier und findest wieder zu dir selbst. Du bist dann wieder mit dir verbunden und das fühlt sich so sehr gut an. Wenn du Angst davor hast, es allein zu tun, dir es nicht zutraust, dann schau auf unserer Website www.zentrum-bewusst-sein.de. Da gibt es eine Selbsthypnose, alte Emotionen ziehen lassen. Damit kannst du arbeiten. Da führe ich dich dahin durch. Das Resultat wird auf jeden Fall sein, dass du mit dir verbunden bist, dass du wieder in die Freude kommst, dass du in der Lebensfreude, in der Lebenslust bist. Du empfindest wieder Kraft und Stärke, bist im Vertrauen, in einer Ruhe. Und wenn du in einer Ruhe bist, wenn du in dir, mit dir verbunden bist, dann bist du nicht mehr manipulierbar, dann stehst du dafür keinen zur Verfügung. Und wenn du das geschafft hast, freue ich mich riesig. Also mach den ersten Schritt, geh ihn. Ich weiß, das braucht ein bisschen Mut, doch ich weiß auch, du bist mutig. Ich wünsche dir sehr, sehr gutes Gelingen dabei. Ganz liebe Grüße von Petra.